Hier ist alles neutral, Hermano. Er schießt dir oder siehst du jemanden schießen? Nein, das hatte nichts mit Schießen zu tun, aber wenn das hier neutral ist, dann muss es ja hier nicht beleidigen oder so. Das ist doch hier alles was mit Respekt zu tun, oder? Aber Hermano, es kommt doch jeder mit einer Beleidigung, deswegen sage ich doch jedes Mal, entspannt euch. Also. Es geht darum, dass Frank und die Lost jetzt wahrscheinlich gedacht haben, dass wir denen einfach eine Route, die die vertraglich besitzen, wegnehmen wollen. Sie, ist das richtig, Frank? Darum geht's nicht. Ihr habt ja vorher was anderes, die haben es ja widerlegt. Also es ist ja, du weißt ja jetzt, dass denen die Route gehört, im Nordvertrag. Jetzt kannst du ja auch entscheiden. Der Vertrag zählt nicht. Der jetzt kommt ja, hör zu, jetzt kommt ja Schläfrig und sagt dir, der Vertrag ist aufgelöst. Deswegen sage ich das. Schläfrig, bitte äußere dich mal dazu, was du genau damit meinst, damit wir alle das hier verstehen, unter anderem auch ich. Gut, die Lost und die Blatt haben uns auch die Verwaltung übertragen und deren Folgen, dass die Leute, die nur eine Woche farmen konnten, ihre zweite Woche, dass sie eigentlich für 2 Wochen gezahlt haben, aber wir nichts von dem Geld gesehen haben, sondern nur Talif, die Platz und die Lust. Halt. Das meine ich damit. Okay, gut, aber das sind Sachen, über die man sprechen kann. Das ist jetzt eine neue Situation und da muss man das einfach klären. Ich habe eine Frage. Eine Frage habe ich an... Meine letzte Frage und mein letzter Respekt, den ich noch an euch habe. Du kannst so viel, viel fragen, wie du willst. Warte mal, hier, Opa. Ich dachte, du wolltest nicht mehr mit mir reden. Hast du gerade nicht zugehört? Ach so, eine Frage noch, okay, bitte. Hör mir zu, guck mal. Die Routen wurden damals übertragen, als wir ein Bündnis hatten. Und Frank, der sogar jene hier steht, wusste, dass wir auch beteiligt werden, weil er uns mag. Hätte Frank gewusst, dass es so endet, dann hätte er die Routen niemals euch gegeben. Dann hätte er die an okay, uns. Soll ich dir sagen? Warte, ganz kurz. Lass mich ausreden. Jetzt. Ach, du bist noch nicht fertig. Nein, ich bin noch nicht fertig. Da kommt gleich ganz schön viel Gegenwind, Romano Ramsosa, sag ich dir schon. Erzähl weiter. Für mich ist Artisch gestorben. Okay, ihr habt keinen Respekt mehr für mir. Unwichtig. Hör zu, Sosa. Jetzt kann ich dir was sagen, wieso das Frank überhaupt gemacht hat. Schönes Update. Ich habe ihn gar nichts in meinem Namen sagen. Du weißt doch gar nicht, was ich wusste. Aber du hast doch selber gesagt, Jimmy hat das gemacht. Hör zu, Sisi, am Ende schiebt er alles auf Jimmy. Hört mir zu, ganz kurz. Ich habe ihm einen Kriegsvertrag und ein Ultimatum gegeben. Entweder gibt ihr uns Routen, alle Routen bis auf 2, die ihr behalten könnt, oder ihr verschenkt die Routen an einzelne Fraktionen und ich will auch keinen Krieg haben. Was hat er jetzt getan? Was haben Sie getan? Sie haben mich gelinkt. Und hör zu, jetzt komme ich nochmal mit deinem Argument, Mirda, dass ich die Routen haben wollte, um sie zu verschenken. Denn was habe ich gesagt? Ich habe zu Frank und zu Jimmy gesagt, auf deren Hof habe ich gesagt, verschenkt sie an andere Fraktionen, dann will ich keinen Krieg. Was passiert? Er verschenkt sie an eine Familie nur, nicht wegen der Stadt, nur um mich zu ficken, Mirda. Und mir kann jeder erzählen, was ihr wollt. Sie haben das nur getan, um Kali und LCM einen Strich durch die Rechnung zu tun. Aber wer hätte gedacht, dass jetzt die Artash kommt und eine Partnerschaft mit Kalis haben will? Warum mit Kali, wenn wir vorher... Das check ich gar nicht. So, ihr seid doch immer noch Partner mit denen, Manu. Weißt du, was ich mir gewünscht hätte? Nicht, dass du mir jetzt so eine Ansage machst, sondern dass du danach zu mir kommst und mir das sagst. Das ist zum Beispiel was, was ich nicht wusste, worüber man reden kann. Ja, mach doch keine Bündnis oder keine Partnerschaft mit irgendwen, wenn du nichts weißt. Wenn du danach noch 2 Minuten hast, erkläre ich dir das gerne. Ich habe keine 2 Minuten. Okay, dann tut's mir leid. Sosa, frag die mal, warum die überhaupt ein Treffen machen, wenn die unten über den Vertrag wichtig wissen. Was ist das? Hör zu, Lupa. Wurden den OGs Routen versprochen oder Anteile? Denn dann kann ich zu 1000% die Wut von der OG verstehen. Zu 1 Million%. Ja, wenn das Problem aber dazu, Mahmoud, wir wussten nichts davon. Es ging darum, selbst Lupa wusste nichts davon. Also schiebt ihn die Schuld nicht in die Schuhe, Hermanos. Er befolgt selber. Und was ist mit den ganzen anderen daneben? Reden die nicht miteinander? Wenn das so ist, dann werden wir da eine Lösung finden. Dann müssen wir mit Toast das absprechen. Und wenn euch das zugesagt wurde, Heisenberg, wir sind keine Feinde, Sosa, auch wenn du mich jetzt so hinstellst. Und wir sind euch verbunden. Denkst du, wir vergessen, was war? Auf gar keinen Fall. Und dann finden wir da eine Lösung.
Ich habe auch eine Frage. Wenn Bitcoin sagt, der Opa hat die gleiche eine Position wie Toast, warum weiß er dann von nichts? Was ist das? Weil, also, schau mal, hier kommt das, was ihr verstehen müsst. Ihr macht hier ein Treffen, ihr macht hier eine Partnerschaft, ihr handelt hier für die ganze Stadt gerade. Und ihr wisst selber nicht mal 100%, ihr habt nicht mal 100%iges Wissen. Wie kann man für eine ganze scheiß Stadt handeln, wenn man nicht mal scheiß Verträge kennt? Das geht doch gar nicht. Also, im Vertrag steht nicht drinne von den, nichts drinne von den OGs. Ihr seid hierher gekommen und dachtet, ihr habt die ganzen Routen. Also wart ihr doch unvorbereitet, also habt ihr den Vertrag doch nicht gesehen. Danke, Heisenberg. Doch, da steht ja drin, Hermano. Das ist so, wie ich noch im Kopf hatte. Es steht nichts im Vertrag über die OGs drinne. Aber was einzelne Abmachungen mit Toast war, das können wir doch gar nicht. Hat Toast was mit euch abgemacht? Mahmoud, sag's mir jetzt. Ja, soweit ich weiß, haben wir nur... Also, soweit ich weiß, wieso sprichst dann du, wenn du nicht gerade genau Ahnung hast? Dann wird das auch eingehalten, wenn das so ist. No, warte, Lupa. Du hast doch gerade gesagt, wieso redet ihr, wenn ihr nicht 100% wisst? Wir hatten ein scheiß Bündnis. Frank ist schon mit der Intention... Schau mal, es ist ein Unterschied, wenn du eine Person etwas fragst oder wenn du einfach die ganze scheiß Stadt hier versammelst und einfach für die alle redest und irgendwie handelst und du weißt nicht mal alles. Wir besprechen auch andere Sachen. Aber schau mal, alles, was du die ganze Zeit sagst, ist, ich weiß davon nichts, frag hier idiotisch. Die ganze Zeit. Ich habe noch nie was anderes gehört, außer davon habe ich nicht Wissen, frag idiotisch. Dann kannst du auch nicht für die ganze scheiß Stadt handeln, wenn du nicht mal Wissen hast. Hör zu, Mano, das sind auch nicht meine Routen. Die gehören den Artisch. So wie ich hierher gekommen bin, haben wir darüber geredet und es wurde gesagt, dass die Routen alle den Artisch gehören, weil die Verträge irgendwie aufgelöst wurden, sagte Schläfrig. Okay, aber du, was aus seinem Mund am Anfang kam, war, die Routen gehören jetzt Artesh und Kali. Verstehst du? Und jetzt sagst du, die gehören nur Artesh. No, hör zu, wenn wir eine Partnerschaft, wir haben eine Partnerschaft. Alles, was Artesh gehört, gehört mir. Was mir gehört, gehört Artesh. Sie. Also haben sie auch die Und Waffe jetzt geht es darum, was genau Artesh gehört. Und das ist das doch, was wir hier klären. Verstehst Richtig, du das, das nicht? Das klären ist eine, wir mit das ist keine und Zusagen werden eingehalten. Das ist eine Tafelrunde, Mahmoud. Und das müsst ihr langsam mal verstehen, Hermanos. Jeden Samstag. Ja, Tafelrunde, aber immer lange. Versteht ihr das? Wichser. Und Sosa, ich fühle dich. Ich wäre genauso angepisst. Du hast hundertprozentig recht. Es tut mir leid. Ich wusste das nicht. Ich entschuldige mich bei euch. Und wenn euch was zugesagt wurde, dann klären wir das. Korrekt. Es geht mir. Weißt du, worum es mir wirklich geht, Artesh? Worum? Dass ihr zu. Wir hatten vorher ein Bündnis und ihr geht zu Bitcoin statt zu uns. Das kann ich dir wenn du möchtest, ich würde mich freuen. Du musst es nicht machen, aber ich kann es dir gerne unter vier Augen erklären. Wenn es keine richtige Begründung ist, dann habt ihr ein ganz großes Problem. Redet weiter. Danke. Also, wie gesagt, es ist doch nur Problem, dass wir hier in einem scheiß Kreis stehen und darüber reden, über die Sachen. Es hat doch niemand gesagt, wir bestimmen jetzt eine Sache und so ist sie. Dann wäre ich ja nicht besser als die Blatz und Lost damals. Ich sag nicht heute, sondern damals, bei deren Entscheidung, was sie gemacht haben. Es geht einfach darum, dass hier einige Sachen fehlinterpretiert wurden und wir sind Menschen, wir machen Fehler, nur Probleme. Wo ist das scheiß Problem? Darüber können wir reden. Und es muss nicht gleich jeder Einzelne mit den Gedanken rausgehen, oh Mirda, der ist nämlich die hoch und die hoch. Wir sind da, Manus. Wir gehen jeden einzelnen Kriegsvertrag mit allen von euch ein. Schwarzbrot, no Problem. No Problem. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass hier eine Doppelmoral gespielt wird. Dass man mir sagt, du wolltest doch nicht die Macht, jetzt hast du sie. Mirda, okay, tut mir leid, warte, ich trete sie kurz ab. Was soll ich machen? Soll ich Zivilist werden, Mirda? Soll ich zu meiner Familie sagen, Hermanos von den Kalis, hört auf, so gut zu sein und so stark zu sein. Darum. Was soll ich zu denen sagen? Was denkt ihr, Mirda? Wer von euch, sagt mir nur einen von euch, wenn er an meiner Stelle wäre, der gesagt hätte, Sino, das will darum, ich alles gar nicht. Darum geht es nicht, Bitcoin. Du hast gesagt, was du möchtest dann? Keine Macht. Aber du Kontrolle. Automatisch. Ja, ja, aber du hast gesagt, du willst sie. Frank, was hat er zu dir gesagt? Was hat er zu dir gesagt? Wollte der irgendwas von den Drogenrouten? Bitcoin? Als damals nee. Das mit den Waffenrouten. Noch nie, der hat immer davon geredet, wie gut er mit die Waffengeschäfte doch handeln kann. Dass er nur die Waffengeschäfte will. Und an dem Punkt hast du gesagt, ich möchte keine Macht. Ja. Die Waffenrouten gehören mir, die Drogenrouten gehören den Gangs und den anderen. Wir haben Cosa Nostra und Kali als Zeichen der Frieden, dass sie die Routen Also red nicht von Doppelmoral, wenn du es selber nicht besser machst, Bitcoin. Ich habe eine Frage an dich, Sosa. Ja. Geschenkt ich habe eine Frage an Mahmoud.
damit er mich versteht oder damit viele mich verstehen, weil... Frag mich. Was die Masse hier von mir denkt, ist mir scheißegal. Aber einzelne wenige interessieren mich schon, was sie von mir denken. Ich habe eine Frage an dich, Mahmud. Weißt du noch damals, als ich dir gesagt habe, komm in meine Familie und du sagtest, du willst niemals in eine Familie gehen? Niemals? Habe ich dir jemals übel genommen, dass du jetzt bei den OGs bist? Jemals? Es haben sich gewisse Sachen in deinem Kopf verändert oder geändert, einige Meinungen. Und das ist nicht schlimm, das ist menschlich. Es kann sein, dass wir ein Ziel anstreben, wir haben ihn erreicht. Und dann ist der Tag gekommen, an dem man sich denkt, okay, Hermanos, was ist der nächste Schritt? Wir sind Menschen, wir wollen eine Scheißleiter hochgehen. Wir wollen nicht mitten auf der Leiter stehen, um am Ende zu sagen, ja, das so, dieser Platz reicht mir. Aber hier. Da ging es um was anderes. Da ging es um eine Scheißfamilie. Hier geht es um Kontrolle, ja, um Macht. Das war was ganz anderes, Bitcoin. Meine Familie. Es geht um eine Entscheidung, die man gesagt hat für sich. Man hat gesagt, ich werde dies nicht tun, aber im Endeffekt hat man das irgendwie gemacht. Bitcoin, man fragt dich etwas und du stellst eine Gegenfrage über eine komplett andere Sache. Jedes Mal. No, Romano, hör zu, dann gebe ich dir nochmal das Beispiel. Anscheinend bist du nicht ganz mitgekommen. Hör zu, Romano. Ich bin mitgekommen. No, bist du nicht. Ich kann dir auch sagen, wieso. Es geht darum, sieh, es ist richtig. Ich wollte mit Drogen nichts zu tun haben, nichts. Die Waffen hätten mir vollständig gereicht. Allerdings sehen wir, wie diese Stadt hier zugrunde geht und vor die Hunde geht, mir. Und mir wurde ein scheiß Teil angeboten. Und ich habe mal, gesagt, okay, Bitcoin, Partner, schau du bei diesen Vertrag ein. Die Dealer waren seit 4 Monaten in dem Staat, hier geht gar nichts. Wo ist das Problem? Mal bitte. Voll depp. Sag's mir. Die Dealer haben gar nicht funktioniert, also wie soll das, hä? Was redest du von Drogenrunden? Die Dealer, es ging doch die ganze Zeit gar nicht. Keiner hatte die Drogenrunden. Ich wünsche Artisch viel Spaß bei der Verwaltung der Routen. Platz haben noch internes Gespräch. Haut rein, Jungs, wir müssen zur Besprechung. Hermano, das ist eine Tafelrunde. Bloß ja, wir müssen leider zur internen Besprechung, die ist gerade wichtiger. Hey. Jetzt auch geht weg, glaube ich, schnell. Und dann geht noch ein paar andere und dann steht alleine. Yeah, safe. Und das ist das Problem. Oder ich bin doch nicht hier, um 40 Platz. Minuten sein, Bruder. Ich stehe seit 40 Minuten und höre nur Mr. Bitcoin zu. Dann halt die Fresse und rede selber, du Stück Scheiße. Dann rede selber. Sieh, genau. Einfach weggehen. So ein lächerlicher Mann. Was kann ich dafür, wenn er die ganze Zeit hier steht wie eine Statue und die Fresse hält? Was kann ich dafür? Er hat doch geredet. Sieh, er hat auch geredet. Er sagt, 40 Minuten hört er sich Mr. Bitcoin an. Sieh, Hermano. Ich weiß, du träumst schon von mir. Du träumst schon von mir, Frank. Sieh? Ja, Bitcoin. No, ich glaube, das... Gibt's noch irgendwas Wichtiges? Ich habe mir meine Meinung gemacht. Ich weiß nicht, die anderen haben, glaube ich, auch ihre Meinung. Habt ihr einen besseren Vorschlag? Sehr gut, Sosa. Auch aggressiv. Was? Einen besseren Vorschlag, wie man die alle verwalten könnte, die Routen. Es geht mir gar nicht um die scheiß Routen. Um was dann? Es geht also euch nur darum, dass ich nicht mehr Macht bekomme? Nein, mir geht's um Artisch. Warum dann? Dass sie mich enttäuscht haben. Darum. Sosa, aber Hermano, die gib haben doch mir einfach noch 2 Minuten danach. Erzähl doch einfach, erzähl doch. Warum müssen wir unter 4 Augen reden? Ja, weil ich das mit dir unter 4 Augen klären möchte. Dürfen sie anderen nicht hören, oder was? Ich möchte das mit wissen. Weißt du was, wir machen es anders. Ich schicke euch morgen Toast vorbei. Ist dir das lieber? Mir ist scheißegal, was du machst. Soll jetzt reden, Mann. Red doch einfach. Ja, wir sind doch jetzt in der Tafelrunde, um alles zu besprechen. Warum redest du nicht mit mir? Weil ich das mit dir unter 4 Augen besprechen möchte. Entweder du akzeptierst das oder du lässt es. Ja, dann brauchen wir aber auch keine Tafelrunde, Bitcoin. Wenn er unter 4 Augen mit mir reden will, oder? Also die Tafelrunde ist dazu da, dass man alles hier frei äußern kann. Ja, hallo? Hat Bitcoin selber gesagt. Anders gefragt, gibt es andere Themen? Außer dieses. Natürlich, aber jetzt Bestätigung. Es gibt immer andere Themen, deswegen verstehe ich nicht, wieso man sauer hier runtergeht und sagt, ich habe jetzt 40 Minuten Mr. Bitcoin gehört. Hermanos, ihr könnt alles ansprechen, was ihr wollt. Okay? Und ich habe euch gesagt, sieh, es waren einige Fehlinterpretationen dabei, aber das ist doch menschlich. Deswegen sind wir doch hier, um darüber zu reden. Wo ist das Problem? Ich habe eine Sache, ich habe eine andere Sache. Sieh. Hier gibt es eine Sache, die nervt mich gewaltig. Die nervt mich gewaltig, 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 gewaltig. Diese... Ich liebe Schießen, okay? Warum soll ich lügen? Ich liebe das Schießen. Und viele andere hier bestimmt auch. Aber es gibt einfach eine Sache, die ich hasse. Das ist auch Schießen. Endloses Schießen. Ich halte das nicht aus, dass man eine scheiß Schießerei hat und eine halbe Stunde später geht die Schießerei wieder weiter. Noch eine halbe Stunde später geht's nochmal zwischen den 2 Parteien wieder weiter. Also eine endlose Schießerei. Ja, warum machen wir das nicht so, dass wir maximal, wir einigen uns jetzt hier alle und geben alle unser Wort, dass wenn wir ein Problem miteinander haben, dann schießen wir einmal am Tag.
und danach machen wir 24 Stunden Pause. Ja, das und an dem Tag danach ja, geht das erst weiter. Ja. Weil ich halte diese Scheiße hier nicht mehr aus. Diese soll ich dir auch sagen, Scheiße, was das ist, wovon du redest? Ja. Denkst du, Krieg ist schön, Mahmoud? Denkst du, jemand in den Krieg kommt zu dir und sagt, hier, Mano, ruh dich aus, nimm ein Glas Wasser, warte, ich schieß dir gleich in die Fresse. Nur Mano, ja, zwei Monate. Wo ist deine Interpretation von Krieg? Krieg soll doch gar nicht schön sein. Es soll dazu führen, dass du keine Lust mehr auf Krieg hast. Und wenn du keine Lust mehr auf Krieg hast, dann mach keinen Krieg. Aber schau mal, das hat doch kein scheiß Ende, Mann. Ich sag ja nicht, dass man dann einfach aufhört. Aber was ist das denn für eine Scheiße, Bruder? Die kommen aus der Medizin raus, du gehst gerade Dings und auf einmal ist wieder Schießerei. Das hat einfach kein Ende. Was ist das denn? Frag mal die anderen. Das ist für mich, was ist das, Bruder? Was ist das für eine Scheiße, Bruder? Das geht ja dann am nächsten Tag weiter. Krieg hat ja dann nicht einfach Ende und hier, du gibst ihm ein Glas Wasser. Ihr seht euch einfach den Tag nicht mehr. Ein Kriegsvertrag hat ein Ende, doch. Ich glaube, der jetzt gerade mit dem Kriegsvertrag angekommen ist, hat das Problem nicht verstanden. Doch, er hat genau das Problem gerade gelöst. Wenn ihr Probleme habt und längere Schlachten auf der Straße sind, no Probleme, dann ein Kriegsvertrag, los, andale. Das soll ja so sein, Hermanos. Es sollen ja, die Schlachten sollen ja dadurch weniger sein. Warum reden die verfickten Hustler und Etis eigentlich nie? Das ist jetzt wieder Bitcoin-Gesetz, was er sagt. Und keiner rafft's. Weil keiner seinen Maul aufmacht von den anderen. Wenn ich ein verfickter Zivilist bin, können zu Gott beten, dass so ist. Ich hätte eine Frage, ganz kurz. Ja, frag. Gibt's irgendwas, was uns noch betrifft? Wenn nicht, dann würden wir uns das aufmachen, weil wir haben das Mamas Mamas offen und wollten eigentlich nur kurz vorbeikommen, uns anzuhören. Moni, wohin gehst du? Warum, was machen wir so dürfen? Also ich glaube, Toast kommt gleich auch noch dazu, wenn es für euch nicht interessant ist, wie es gleich weitergeht, dann könnt ihr links gehen. Hallo, aber das ist nur meine Meinung. Also ich sag euch ehrlich, Hermano, wer einmal die Woche keine 2-3 Stunden Zeit hat, dem liegt nichts an der Stadt und dann könnt ihr auch gehen. Es war ja nur ein ewiges Angeschrei gegenseitig. Jungs und habt ihr was dazu beigetragen? Wenn wir jetzt gehen, dann... Aber geil! Die Meinung meinerseits, was ich gesagt habe, dass es Vertragsbruch ist, steht nach wie vor. Was ist dann Vertragsbruch? Weißt du, was das Problem ist, Isco? Wenn ihr den Leuten die Routen abnimmt, die... Wenn wir doch nicht geklärt, haben wir doch jetzt geklärt. Sagen nichts, genau, die geklärt, die ja? Wenn das geklärt ist, die sagen nichts, ist alles Bitcoin sagt was, das ist, was Mahmoud sagt. Was haben wir verbreitet? Hast du nicht zu sagen? Alle hören einfach zu. Aber nein, das Ding ist auch, wenn wir jetzt klar wenn wir nicht verstehen, wenn wir nicht dann heißt es ja, wir haben euch gesagt, ihr habt einen Vertragsbruch gemacht ganz gut und ihr seid danach noch so... Derjenige, der mit mir deine Waffe aus dem Auto holen wollte. Jungs, 300 Leute bei mir. Ist gerade falsch. Mein Gott, Alter. Alles gut. Kriegen die 5000 Leute, ey. Das Thema ist, dass wir jetzt auf einen Punkt kommen und alle gemeinsam Nenner finden. Das ist das Wichtigste. Richtig? Darum stehen wir hier. Ich glaube, da gibst du mir recht. Natürlich, das ist genau das Thema, warum wir hier stehen. Okay. Und die letzten 20 Minuten haben wir uns gegenseitig angeschrien, beziehungsweise, na, sagen wir Sosa und du. Ist ja auch alles berechtigt. So und ich haben uns angeschrien. Ja, Mann, wir diskutieren jeden Tag genauso, ich oder? Genau, und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, worum wir hier stehen. Wir wollen einen gemeinsamen Nenner finden. Dafür gibt's das ist doch, so findet man doch einen gemeinsamen Nenner. Ich habe keine Ahnung, warum wir alle denken, dass das respektlos ist. Wir reden miteinander. Was machen wir denn hier gerade? Ihr seid einmal alle zu ruhig, ich check das nicht. Ihr habt doch bestimmt auch eine Meinung. Und das ist ja das, was ich meine. Ihr sagt mir da genauso wie Frank. Er geht, weil er nicht mal irgendeinen Satz rausgebracht hat. Mahmoud, Sosa und sogar Burger. Okay, da kam jetzt nicht viel Sinnvolles raus. Scheiß von Geil aus. Dann, da kommt von denen was mir da. Es kam nur von den OGs was. Eine Sache, glaube ich, von den Lost. Von der LCN kam auch was. Die 18th Street hat sogar versucht, ein bisschen zu schlichten. Ich glaube, die Hustlers wollen einfach ein bisschen erstmal gucken, was hier los ist. Platz haben doch Hermanos, wenn ihr Probleme habt, dann integriert euch in dem Gespräch. Niemand verbietet euch den Mund. Niemand. Heute Abend gab es für uns keinen Problem. Sosa, ich habe eine Frage. Yes. Du sagst gerade, ich will mit meinem Leben, nur weil ich... Usa. Hey! Moment, kurz, Funk. Ich kann nicht gerade boxen. Nein. Ich sollte sagen, dass, Kopf. Ich glaube. Hört die nicht? Hört die noch jemand? Ich höre die noch nicht mehr. Ja, ich höre die. Hallo. Alles die haben leise geredet. Ich muss kurz Lupa entschuldigen. Der muss das alles mit dem Vertrag eben genau evaluieren und kommt gleich wieder. Ja. Alles nee, und zwar, ich habe gerade eben tatsächlich eigentlich nur aufgeklärt, dass es mit dem Vertrag war, weil das ja im Raum stand, dass ihr irgendwie auch einen Vertrag bekommen habt. Mehr habe ich nicht gesagt. Wieso? Wie kommst du darauf, mir jetzt zu sagen, dass ich mit meinem Leben spiele, nur weil ich das aufkläre? Du hast gesagt, nein, eine Kopie.
Ja, also wenn wir schon so weit sind, dass wir mit Kopien kommen, dann ist es wirklich, ist die größte Bittstadt dieser Welt. Ich meine das ja nicht irgendwie respektlos oder herablassend, aber es war, ich stand doch daneben, es wurde gesagt, es ist eine Kopie. Ja, und ich habe gesagt, du spielst mit deinem Leben, Blanco. Ja. Ist doch alles gut. Und warum? Eine Frage. Das muss ich leider unter vier Augen mit dir sagen. Das möchte ich nicht in der großen Runde besprechen. So, okay. Sorry, wieso? Warte, lass mal Möger kurz reden. Möger, hau raus. Keiner hört dich. Ich weiß noch ganz genau. Lauter, lauter. Berger, Frank, bitte lauter reden. Ich weiß noch ganz genau, dass Frank gesagt hat, genau wie in dem einen Vertrag für Artage, wo Olaf Thor steht, Sosa, dass bei unserem Vertrag auch Olaf Schaf steht. Das heißt, dass der Vertrag genauso gültig wie uns und Artisch besteht. Hermano Burger, was auf dem Vertrag draufsteht. Alter Sosa, Mann, hör uns doch wenigstens mal zu, bevor du rauslippst. Was machst du hier? Ich erklär's dir. Red bitte leise. Lass uns mal dahinter gehen. Alter, Moment. Mexitree, dein Kind, für 3 Monate. Also erstens, wir wollen euch nicht ficken. Wir haben nicht vergessen, wie wir zu euch stehen und ihr zu uns. Ihr könnt diese Dinge immer nutzen, kostenfrei, alles. Diese Partnerschaft brauchen wir aktuell, weil die ganze Stadt einen Scheiß auf uns gibt und dann kommt jeder doch auf zu diese uns. Felder geht. Wir brauchen... Ja, das Problem, Opa, warte. Sosa, Problem ist, wir werden momentan massiv hier unter Druck gesetzt. Jeden Tag kommen hier gefühlt 3 Fraktionen hin, setzen uns unter massiven Druck aufgrund der aktuellen Drogenroutenlage. Wir mussten uns jetzt da einfach ganz schnell eine Situation überlegen. Ihr habt kein Wirtschaftsmodell. Ihr wirtschaftet nicht. So, wir wollen versuchen zu wirtschaften. Wir haben die Routen bekommen. Ja, und Bitcoin ist der perfekte, derjenige, der uns aufbauen kann. Wir können von ihm nehmen. Er bekommt davon aber nicht mehr Macht. Sind wir alle stark genug? Können wir uns früher oder später abkapseln? Bro, wir ficken euch nicht. Von mir aus gebe ich dir die Hälfte der scheiß Einnahmen. Wir sind auf ewig mit euch verbunden. Denkst du, wir ficken euch und fallen euch in den Rücken nach allem, was war? Ich find's nur... Ihr könnt da umsonst drauf arbeiten, ihr müsst keinen scheiß Cent zahlen. Und von mir aus gebe ich dir die Hälfte der verfickten Einnahmen. Das ich ist mir scheißegal. Es geht mir nur darum, dass ihr zu Bitcoin gegangen seid, nicht statt zu uns. Bro, sei mal ehrlich, ihr seid doch auch nur irgendwie... Guck mal, am Nachmittag stehen 15, 20 Mann hier. Wir stehen hier zu dritt. Ihr seid 5 Leute. Wir brauchen so Freaks, die den ganzen Tag 20 Mann sind. Mussten einfach jetzt schnell Bitcoin reagieren. Ist, also, Kali ist mittags auch nie da. Kali ist nur da, wenn Bitcoin da ist. Und wann ist Bitcoin da? Abends. Die kommen alle nur, wenn Bitcoin da ist. Wir sind mittags viel mehr als Kali. Okay. Das wusste ich nicht. Bro, Lost und Blatt Lost und Blatt sind hier hingekommen, ja, weil sie von morgens bis abends immer nur auf die Fresse gekriegt haben. Ja, haben sie sich jetzt die nächsten besten Opfer gesucht und das ist Artisch und OG gewesen. Sie kommen zu uns, drücken uns diese Scheiße in die Hand, ja, was eigentlich normalerweise gar nicht in unserem Konzept war. Das war ja überhaupt gar nicht das, was ihr oder wir verfolgt haben. Jetzt haben wir die Dinger gekriegt und wir sind die Einzigen, die mittlerweile mit diesen Routen gearbeitet haben und uns überhaupt Gedanken darüber gemacht haben. Und Ich kann ja auch sagen, ich hatte ja auch nicht mal selber hingekommen zu uns, hat mal gesagt, hey, passt auf, wie schaut's aus mit den Routen? Haben wir da jetzt irgendwie schon mal irgendwie ein Konzept, sonst was? So, Sache bedenken. Dadurch haben wir 50% vom Waffengeschäft. Und was mein ist, ist dein. Wir ficken euch nicht. Wir sind für immer mit euch. Waffengeschäft. Ja, aber du musst dein Maul halten, okay? Und was unser ist, ist euer. Wir ficken euch nicht. Wir sind auf ewig mit euch verbunden. Das heißt, wenn dadurch, dass ihr schon mit Kali verbunden seid, ihr Waffengeschäft. Wir sind nicht mit denen verbündet. Wir sind mit euch verbündet. Nicht verbündet, ich meine. Doch, gerade eben. Wir sind Wir machen nur Geschäfte mit denen. Ich scheiße auf den Fitner-Coin. Wir machen ich eine scheiß Tür auf. Aber was ihr nicht wisst, ihr scheißt auf den, aber ihr gebt ihm die Macht über die ganze Stadt. Ihr scheißt auf ihn, aber gebt ihm die ganze Macht. Er hat jetzt alles. Alles. Wieso denn? Wir haben genauso viel Mitspracherecht. Nein, habt ihr nicht. Wenn ihr glaubt, dass ihr genauso viel Mitspracherecht habt, dann seid ihr dumm. Wenn ihr genauso viel Mitspracherecht habt, dann fickt die doch und nimmt alles. Warum könnt ihr es nicht? Weil sie stärker sind. Weil wir nicht stark genug sind. Ja, also seid ihr doch nicht gleichberechtigt.
Irgendwann mal kommt der Tag, wo er euch auseinandernimmt, wenn er nicht mehr was von euch hat, wenn wir oder irgendwer anderes an die Routen kommen, dann habt ihr keinen Nutzen mehr. Dann seid ihr weg. Das versteht ihr nicht. Wir wollen uns jetzt einfach ein paar Wochen im Hintergrund aufbauen. Verstehst du? Wir müssen durchatmen. Und diese ganzen Sachen, diese ganzen Vorzüge, die wir kriegen, die geben wir an euch weiter. Wir würden euch niemals ficken. Niemals. Aber ich verstehe nicht, warum trotzdem kein Gespräch bei euch aufgesucht wurde. Obwohl die zu uns gekommen. Wie soll man dieses Gespräch machen? Vorher drüber reden, was ihr vorhabt. Wie ihr euch aufgeregt habt, hätte das auch überhaupt nicht glaubwürdig ausgesehen. Okay, du hast recht. Wir hätten vielleicht einen einweihen sollen oder so. Aber wir haben immer im Hinterkopf gehabt, wie euch das alles zugänglich machen. Sei es die Routen, umsonst, von mir aus beteiligen wir euch noch dran. Sei es das Waffengeschäft, was unser ist, ist euer. Denkst du, nur weil es keine Bündnisse mehr geben darf, seid ihr für uns gestorben? Hast du überhaupt gemerkt, wie schadenfroh Bitcoin geredet hat? Ja, lass ihn doch. Ach, Bitcoin lass ist ihn eine doch Fotze, denken, er hat alles das weißt im Griff. Du doch selber. Nein. Lass darum. Ihn doch das denken. Ja. Ja, wenn er denkt, wenn er es nur denken würde, dass er gerade die Eins ist. Oder dass er gerade ganz oben ist, unantastbar ist. Dann hätte ich kein Problem damit. Das würde ich sogar befürworten. Weil wenn er es denkt, aber nicht ist, dann haben wir einen Vorteil. Sosa, das Ding ist aber. Wir sind im inneren Kreis, verstehst du? Wir haben doch, Zugang. Doch. Ja. Aber ihr versteht es nicht, dass Bitcoin nicht einfach so dieses 50-50-Ding und es kommt nichts bei raus. Also, es wird am Ende zu nichts kommen, außer dass ihr uns ein paar Waffen gibt und alles läuft in Friede, Freude, Eierkuchen. Dann kennt ihr Bitcoin nicht. Lass es uns trotzdem versuchen, Bro. Und verstehst du jetzt, warum ich das nicht vor allen sagen kann? Hast du einen besseren Lösungsvorschlag, wie wir uns aufbauen, ohne von morgens bis abends geratet zu werden? Ich habe jetzt so 10 Sekunden Zeit, aber... Ja, die Festung hier zu... Wie viele Leute seid ihr denn? 3 am Mittag. Hier kommen 20 Mann von den 18s und rutschen Tag ein, Tag aus über uns drüber. Es können 5 Zivis herkommen und uns ficken. Wir haben heute 8 Leute rausschmeißen müssen, weil kein Schwanz da ist. Wir müssen jetzt warten, bis Einwohnermeldeamt wieder am Start ist und uns da die Perlen rauspicken. Wir brauchen einfach noch ein bisschen Luft. Und ich schwöre dir, wir ficken euch nicht. Wir haben Fuß drin. Das glaube ich auch. Das ist auch euer Fuß. Ich glaub's euch ja. Aber ich glaube, ihr habt einen Fehler gemacht. Verletzt, dass du so über uns denkst, Mann. Als ob wir euch ficken würden. So kam es mir aber vor. Das konnte ich nicht vor allen sagen. Vertrau uns einfach. Wir versuchen das einfach. Das ist ein Ansatz. Und was unser ist, ist euer. Und von mir aus gebe ich dir die Hälfte von allem ab. Ist mir scheißegal. Ihr habt Zugang zum Waffengeschäft. Ihr habt Zugang zu den Routen. Ihr müsst dafür nichts bezahlen. Aber denkst du, Bitcoin kriegt das nicht raus? Auch wenn ihr das Maul haltet, dann nicht. Früher oder später würde ich dir sogar jetzt recht geben. Ja, früher oder später wird er das rauskriegen. Denkst du, wir wissen nicht, dass der früher oder später versuchen wird, uns zu eliminieren, aus dem Weg zu räumen und das Ganze zu übernehmen? Wir sind ja auch nicht blöd. Wisst ihr, was das Ding ist? Ihr habt euch darauf eingelassen, dieses 50-50-Ding. Ihr habt Waffen und auch Drogen. Nein, aber wir. Ihr genauso. Ja. Aber ihr wisst nicht, dass Bitcoin schon safe 2 Schritte weiter ist. Der hat schon safe Pläne. Aber wir haben auch unsere Joker im Ärmel. Ass im Ärmel. Denkst du, wir sind wenn nicht weiter? Wenn du wüsstest, was wir alles haben, Bro. Bro, wir haben das vorbereitet. Wir haben wirklich krasse Joker im Ärmel. Die wir jetzt, du weißt warum, einfach nicht preisgeben können. Aber du musst uns da einfach ein bisschen vertrauen. Und nochmal, wir machen das genauso für euch. Wir würden euch niemals ficken. Ihr seid genauso unsere Familie, wie das hier unsere Familie ist. Oh, Bruder, ich war richtig enttäuscht davon. Wenn wir 50-50 Waffengeschäft haben, habt ihr 50-50 Waffengeschäft. Ihr geht auf die Routen kostenlos. Von mir aus gebe ich euch die Hälfte vom Umsatz ab. Das juckt mich nicht. Wir stehen immer zu euch. Wir versuchen hier was. Und zwar wir. Ihr seid mit an Bord. Ihr seid genauso unsere Familie. Wir scheißen doch nicht auf diese Zeit jetzt. Fucking Sleeper, man. Aber das kann ich natürlich nicht vor allen sagen. Feiere deine Stimmkunst, Zebruder, kleiner als 3. Gebt uns einfach einen Vertrauensvorschuss. Ich vertraue euch.
Ich sag dir so ist es, ich vertraue dir. Oder euch allen. Aber ich glaube trotzdem, dass ihr mit dem Tod. Ja, ich glaube dir. Ich mach jetzt weiter. Offiziell, hört mal zu. Jetzt. Offiziell hasst ihr uns. Macht weiter so. Das ist wichtig, ja, aber es muss glaubhaft bleiben. Deine Fresse jetzt. Au! Das hat wehgetan, Arsch. Immer Glatze. Ja, weißt du, Bitcoin ist nicht umsonst Fitnercoin in Kombination mit Fitnerberg. Dass die Dreck am Stecken haben ohne Ende. Das wissen wir beide ganz genau. Ich würde auch lieber andere Schritte gehen. Nur dafür sind wir zu schwach. Wir haben nichts. Wir müssen uns aufbauen. Die Lost MC und die Blatz. Nie, danke dir für deine. Wir sind doch schon am untersten Punkt angelangt. Kuss. Danke dir, nie. Ich küsse deinen. Die einzigen, mit denen wir uns verbündet haben, ist das Oktogramm. Danke dir, nie. Es gibt keine anderen. Es gibt keine anderen, die uns im Aufbau helfen können. Und mit dem Staat verbünde ich mich garantiert nicht. Dafür haben die mich so rektal rangenommen. Das können die vergessen. Und Jungs, die haben einfach auch die Manpower. Die wissen, wie das läuft mit diesen Vertriebswegen, dies, das. Also, geht jetzt davor, macht uns weiter die Hölle heiß. Und lasst es in einem kleinen Kreis. Okay. AMG, Lava, danke für den 2 Monate. Base Blanco, ich war richtig durch von dir. Gehört und wo die vielleicht niedergeschossen werden können, obwohl sie eine weitere Woche bezahlt haben. Man kann sich doch treffen und darüber reden, Hermanus. Niemand sagt, wir müssen, das muss jetzt hier ausatmen oder sonstiges. Bewegt das hat niemand gesagt. Guck mal, ich glaube, sie geht. Nee, das muss ich, das muss ja auch nicht aussagen. Herr Toast ist keiner. Jetzt da, Herr Bitcoin. Okay, Hermano. Jein. Hat sie was geklärt, Sosa? Ich glaube nicht. Es kommt doch noch. Adios. Aber mach den trotzdem nicht leise. Hm? Hört ihr Toast? Na. Okay, gibt's noch irgendwas? Habt ihr denn noch was, OG? Seid ihr, also gibt es jetzt böses Blut oder irgendwas? Bruder, schau mal, kein böses Blut, aber ich sag dir einfach eins. Gervodos, ein Bruder, am nächsten Tag nimmt er dir einfach das, was ihr euch geteilt habt, nimmt er sich einfach für sich allein und handelt drüber. Wir haben kein böses Blut, aber mit euch werden wir nicht mehr gutartig. Ganz einfach. Mit euch werden wir nicht mehr gut. Warte, hör zu, Mahmoud, bevor du das, hör zu, ihr habt vielleicht diese Partnersache falsch verstanden. Weil ich mit jetzt mit Artesch bepartnet bin, heißt das nicht, dass ihr noch mit dem Partner seid. Das hat doch nichts mit Kali zu tun, schau mal. Es hat einfach was mit diesen scheiß Routen zu tun, die uns versprochen wurden, die einfach jetzt weggenommen wurden. Und das ist das Problem, verstehst du? Wurde euch das versprochen, Mahmoud? Ja, uns wurde das versprochen. Ich weiß noch ganz genau. Oder ich weiß es nicht. Einfach Olaf hat gesagt, wir haben eine Route für uns. Und das weiß ich. Er hat gesagt, die Route wurde uns geschenkt und die gehört uns, verstehst du? Aber im Vertrag steht Artesch. Nur Artesch. Ja, aber schau mal, das ist ja Vertrag hin und her. Ihr habt uns euer Wort gegeben. Mich juckt nichts, was irgendwo steht. Nee. Mich juckt das Wort eines Mannes. Und bei mir hat nur sowas Gewicht. Ein scheiß Gut, Vertrag das weiß ich Gewicht. Nicht, das müsst ihr dann mit Toast klären. Dieses scheiß dabei. Blatt Papier, das kann ich nehmen, zerreiß ich und das war's. Aber das Wort eines Mannes, das hat Gewicht. Und wer das bricht, der, das ist einfach kein Mann von Ehre. Versteht das einfach. Aber meint okay? Die OGs nicht, ihr wollt auch keine Routen am Anfang? Nein, das haben wir nie gesagt. Das haben wir nie gesagt. Mahmoud, es wurde aber so gesprochen in der Stadt wieder. Ja, wer hat das denn gesagt? Hast du es von meinem Mund gehört? Von Olaf oder von Marcel? Nein. Ja. Also, ganz einfach. So, und das ist einfach die Sache zwischen Artisch und uns. Und da hat sich eigentlich auch niemand einzumischen. So, wir werden euch nicht abknallen oder irgendwie scheiße, weiß aber ja. Wir werden mit euch nicht gut sein. Merkt euch das einfach. Weiß ja nicht, Mahmoud. Was gibt's noch so für Themen? Rede mal. Reden wir mit Olaf und Marcel, Bruder. Ey, los, da soll man nicht immer einen auf Dingensmann machen. Einen auf übermächtigen, alles klärenden. Ich klär alles, Mann. Er hat kein Recht, sich in die Angelegenheiten anderer Parteien einzumischen. Was machen wir? Wo ist das Problem jetzt, Hermanus? Warte, Uwe. Ihr könnt euch doch frei äußern. Wo ist denn das Problem, wenn jemand von euch redet und sagt, wir haben damit ein Problem oder sonstiges? Wie gesagt, wir haben ein Problem mit Meth. Nein, nein. Du musst lauter hin, Camilo. Ja, warte, sofort.
Wir haben ein Problem mit Meth. Camino ist wer? Kannst du bitte einmal... Ich kann das noch nicht zuordnen. Sorry, ich kenne noch nicht alle. Der hier mit Jordan, 18. Jordan. Okay, und was ist dein Problem, Jordan? Ist. Und zwar nicht jetzt unbedingt wir unterschreiben kriminelle Verträge für illegale Sachen. Wir haben schon seit längerer Zeit in Angriff genommen, dass wir die... Also das verstehe ich nicht, das geht nicht durch meinen Kopf gerade. Was für Verträge? Wie gesagt, muss nicht... Digga, wer redet hier? Sondern... Ja, das ist von der... Der Mann von den 80s. Mit dem Mantel. Wenn es keinen Ausweg gibt, dann muss es halt anders enden. Die Meth-Route ist vertraglich bei uns, oder? Genau. Richtig, ja. Deswegen. Gut. Die werden wir nicht abgeben. Ihr könnt euch auf diese Route einmieten, aber wir werden sie euch nicht geben. Aber die LSD-Route ist vertraglich auch bei euch, obwohl die da gar nicht sein kann. Naja, für Verträge können wir nicht. Pass mal auf. Ja? Mal Butter bei den Fischer. Damit es auch in jedem Kopf der hier anwesenden Person endlich einmal reingeht. Die machen sich so viele Feinde, das ist so dumm, was sie da gemacht haben. So dumm. Haben so dermaßen auf die Fresse gekriegt, dass sie zu uns gekommen sind und uns die Klamotten gegeben haben. Das war ein richtig dummer Schachzug, sage ich euch so, wie es ist. Jede Fraktion hat gerade Hass auf steht die. Jede Fraktion davon. Hat IC gerade Hass auf die. Das was war gar kein kluger Schachzug, was sie da gemacht haben. Wenn ihr Verträge mit denen gemacht habt. Und vorher sagen die, ja, ich habe 50, Digga, die werden safe gefickt. Dafür bezahlt habt oder was auch immer. Dann regelt das mit denen. Denn ihr habt die Abmachungen mit denen und nicht mit uns. Die nehmen sich alles und machen jetzt wieder... Ich bade garantiert nicht den Dreck von den Lost MCs und den Bloods aus. Da haben sich die Leute, die sich das gedacht haben, ganz tief in den Finger gestellt. Ich sag ehrlich, das ist das Dümmste, was Bitcoin je gemacht hat. Dann solltet ihr am besten zu Hause bleiben. Ich glaube, er weiß es auch. Die wissen gar nicht, was sie machen. Nee, wir wollten das mit dem Blood mit den Lost klären, aber die Region ist einfach abgegeben. Alle Leute, die hier waren, haben jetzt... Das sagt er ja gerade. Wie lange haben sie deren Verantwortung abgegeben? Und am Ende wird sich noch darüber beschwert, was großartig Artes jetzt mit den Routen machen will. Noch verstehe. Leute haben Waffen gekauft, Leute haben Drogen gekauft, keiner hat es interessiert. Jo, Blatz und Lost mal gegen geschossen. Seitdem Bitcoin da ist, jetzt noch tot, haben die Leute mehr Hass gegen die zwei als in einem halben Jahr gegen Blatz und Lost. Und darauf müssen die zwei kommen. Und wenn die das in einer Woche merken, dann ist schwierig. Was geht seitdem nach oben beim Gespräch? Ja, aber wir gehen gleich, glaube ich, auch. Oder? Ich bin so 5-10 Minuten beschäftigt. Ja. Ich komme mal rüber zu euch. Ich würde mal gerne mit euch sprechen, ne, über das Gespräch. Ja, okay. Ich würde mich gerne einfach mal austauschen, ja. Okay. Ich rufe vielleicht auch 18th Street mal dazu. Ich weiß nicht, wie steht ihr zu den Jungs? Ja, alles gut. Du kannst, ich würde sogar vielleicht sagen, sogar fast jede Fraktion. Ja, aber was? Oder, ich sag dir ehrlich, ich glaube, da haben wir denselben Gedanken, ne? Ja. Okay. Ja, dann ich glaube, das ist auch kein kluger Schachzug von denen. Nee, Bruder, das ist. Guck mal, Bitcoin hat viel Schlaues gemacht, aber das war ehrlich dumm, weil die ganze Stadt wird sich gegen ihn aufregen. Ja, ist so. Und das ist nicht schlau. Und vor allem Artisch ist sehr schwach. Das heißt, ja, ja. Meine Baustelle ist. Als ich uns angegriffen habe, war Artisch, Bruder, die ist nur aus dem Kopf, das ist überall so schön. Okay. Wieder ich bin 10 Minuten da und organisiere das. Wollen wir das bei euch machen? Ja. Wie sieht's denn aus, dass die Platz und Lost erstmal ich ruf dich gleich an. Organisier das schon mal. Und vielleicht kann man sich darauf einigen, ich muss 10 Minuten das in Kopf. Die Artisch zahlt, damit ihr dort drauf geht. Absolut. Im Endeffekt, versteht ihr, was ich meine? Wäre der Weg. Was Herr Toast meint, ist, er hat sie jetzt geschenkt bekommen. Er hat keine Verträge ist eingegangen, wo irgendwie steht, ja, du darfst aber das und das und jenes nicht damit machen. Verstehst du, Camilo oder Manu? Wir sind bei dir. Du willst deine Woche und deine Woche ist dein Recht. Das Problem ist, dieses Recht haben die Lost und Platz weggenommen. Obwohl sich das blöd anhört, aber so ist das. Und nicht die stehen sich aus der Affäre und verpissen sich hier, obwohl sie in der Pflicht stehen. Sie haben den Deal mit euch gemacht und sie haben euch auch das zugesagt und sie haben euch abkassiert. Und dann verpissen sie sich, weil sie was Wichtigeres zu tun haben. Was ist wichtiger, als zu seinem Wort zu stehen und das, was bezahlt wurde, zu liefern? Und wenn sie das nicht mehr können, haben sie das Geld zurückzugeben. Ich kann auch nicht ein halbes Auto verkaufen und dann sagen, ja, muss das neue Autohaus jetzt fertig bauen. So läuft das nicht. Und dann haben sie noch die Frechheit, sich hier zu verpissen. Mit der Begründung, sie haben was Wichtigeres zu tun. Das ist richtig, ja. Aber wir haben uns etwas entschieden. Das sind ein Straßengang. Versicherungsvertreter, ist der dumm. Hast du noch was zu essen für unsere Leute? ja, klar. Hast du noch was Blankos und Social, was bitte? Okay, bitte. Ich würde die OGs ziehen gleich ab. Alle, die was zu essen brauchen von. Ich würde noch gerne mit Toast, können wir kurz reden.
Nur mit dir. Komm her. So, okay. Ich glaube, Bitcoin wird untergehen. Das Ding ist, ihr müsst kurz bevor... Wie meinst du das? Er wird zu 100% untergehen. Nach dem Gespräch heute wird er zu 100% untergehen. Weil jede Gang, jede Mafia hat gerade Hass auf ihn, nachdem das, was er gesagt hat. Und das ist das Schlimmste, was er je hätte machen können. Und ich habe einen Plan. Ich habe einen guten Plan. Sehr, sehr guten Plan sogar. Kurz bevor Bitcoin den Bach runtergeht, zieht ihr ab vom Bitcoin. Müsst ihr sozusagen. Ich werde versuchen mit den anderen Fraktionen, wir haben gleich sogar ein Gespräch mit Frank und so, bisschen Sympathiepunkte zu sammeln bei den einen, weißt du? Sodass ich das leite, dass Bitcoin am Ende gefickt wird. Wenn ihr früh genug von Bitcoin abzieht, noch ist sogar gut, dass ihr Geschäftspartner seid. Aber kurz bevor er am Boden liegt, würde ich abziehen von ihm. Weil die anderen Fraktionen werden alle zu 100% gegen ihn schießen. Ja, das ist mir klar. Na, Bitcoin hat sich keine Freunde gemacht. Gar keine Freunde. Ich werde gleich ein Gespräch organisieren mit allen anderen Fraktionen. Und die sind wahrscheinlich alle genauso so. Und mit diesem Hass kann man was Gutes aufbauen. Wir werden uns eh, klar, er wird auch einen Teil von diesem Kuchen abbekommen, so oder so. Ja. Aber wir benutzen ihn nur zum Zweck. Nicht um auf Dauer, guck mal, wie der schon läuft. Ach, Junge. Die werden euch aber auch... Wir müssen das so runterspielen, als wenn wir uns auch gegenseitig hassen. Ist ihr bewusst? Ja, ja. Weil ich muss gegen euch beide am Ende des Tages agieren. Und kurz bevor er im Boden liegt, zieht ihr ab. Um dir unser Vertrauen zu beweisen. Bin ich dabei. Okay, hört sich gut an. Wir bauen uns schön auf. Sollte nicht allzu lange dauern. Mit ihm zusammen sogar? Sollte nicht allzu lange dauern. Wir werden uns ein bisschen hochwirtschaften. Gucken, dass wir jetzt relativ zügig auch anheuern. Und dann springen wir ab. Okay. Hoi Nino, danke dir für deine 10 Gifte, Bro. Kuss. Und alles andere. Wir bräuchten, ich weiß nicht, was da geregelt wurde, aber bei dieser Playboy-Villa. Ich weiß nicht, ob Schläfrig irgendwas dazu gesagt hat, aber Marcel hat gesagt, es sieht gut aus. Okay. Wir bräuchten die unbedingt. Danke dir, Heunino. Kusst du deine Zehen? Ich kann mich da mal schlau machen. Ich habe Schläfrig ja da stehen. Kann ihn ja nachher mal fragen. Okay. Danke dir. Alles klar. Spendet 50 gut, dann geht Euro. Jetzt, dann Gönnt zieht jetzt ab mit einer miesen Stimmung oder sowas. Nein, die anderen sollen denken, wir haben miese Stimmung. Ja, ist mir bewusst. Okay, sehr gut. Wir halten uns gegenseitig auf dem Laufenden, ne? Machen wir. Hoi Nino, danke für deinen 10 Gifted und Shaden spendet 50 Euro, gönn mal ein paar Prime-Subs. Und Big Sauce, Big Rohat, danke dir. Und die Kuss, Platz müssen sagen. Für ihn aufkommen. Bruder, ich hab sowas krasses geschmiedet, Sepp, du weißt gar nicht. Was hast du das gemietet? Geschmiedet. Kakain, danke für deinen... Mit Frank zusammen, Hä? Mit Frank zusammen? Naja, wir reden gleich. Wir reden später, inshallah. Ja, wir reden später, inshallah. Und danke dir wieder für dein Feuer, für deinen 10 Euro. Auch bei Amazon Prime Sub ist kostenlos, auf geht's jetzt. Danke dir. Ich habe eine Frage. Du dagegen sage ich nichts. Das kommt, du kannst machen, was du willst, um sein freier Mensch. Laut dem Vertrag, gehört die Amphetamin-Route bei den Sonnen selber. Wird das so bleiben, oder
fucking Duelist and go in. Uwe. Laut wie sieht's Vertrag, da aus? Laut, hier, das ist ja hier im Vertrag festgehalten. Kusko, wie das auch so gehört, wo es vorgelesen worden ist. Ja, das ist eure Route. Nicht ihn. Aber LSD war auch unsere Route, wurde einfach weitergegeben. Steht nicht bei uns im Vertrag, müsst ihr euch drum kümmern. Also müssen wir uns da mit den Lost zusammen... Richtig. Ja. Wie gesagt, wir haben angeboten zu reden. Mit euch kann man auch immer gut reden. Hey Jungs, die OGs müssen abziehen. Wir haben noch ein Gespräch. Intern, gibt es hier irgendwelche Fragen gegenüber uns? Komm mal mit. Nee, von unserer Seite nicht. Okay, dann ist alles gut. Okay, wir ziehen ab, Jella. Wann sollen die Platz zurückkommen? Wir treffen uns 40. Ruf alle Leute, die du kennst, zusammen. Die auch Hass haben. Okay, hatte. Okay. Alle, okay. Alle, bis gleich. Bis gleich bei euch, ja? Jö. Ist voll? Einer ist noch voll. Richtig Wut habe ich, richtig. Jella. Wir müssen zum Anwesen. Alle zum Anwesen! Spätestens bis 40. Aber markierst du. Obwohl, eigentlich müsst ihr nicht. Wer ist von den OGs alles da? Scheiße, Filter. Ja, und nicht? Lass doch einfach hier alle reden. Damit wir wirklich alle alles bekommen. Geht leider nicht, 20. Geht leider nicht. Hey, Hamburger, steig ein, komm. So, Sir, das heißt, ihr wollt die Old 18s, ach mein Gott, ich bin behindert, ja. Ihr OGs wollt einfach unter euch reden und die Sachen klären und dann kommt ihr auf uns zu, oder wie wollt ihr? Ja, genau. Ja, okay, easy. Dann warten wir am Anwesen, beschützen das, ihr quatscht und sagt uns dann, wo ihr raus Bruder! Seid. Hör mal, kannst du mal aufhören, dein scheiß Zimmer auszuräumen? Okay, ja. Ja, easy. Ich fand das Gespräch Schwachsinn da gerade. Ich verstehe nicht, warum diese Tafelrunde genutzt wird, um Fitner zu machen, ja. Ich verstehe es nicht. Hat alles gar keinen Sinn gemacht da. Sobald Platz weg waren, hat Bitcoin nur noch darüber geredet, wie scheiße die Platz sind. Ja. Aber ist noch was anderes gewohnt von ihm? Digga, endlich bringen wir hier ein bisschen nicht. RP rein, wirklich. Dass da ein bisschen frischer neuer Wind ist. Artisch, diese kleinen Wichser. Dass die sich nicht schämen. Dass die auch jetzt mit denen zusammen agieren. Haben wir jetzt kein Bündnis mehr mit denen, oder was? Bündnis sowieso nicht, die sind doch raus. Gibt kein Bündnis mehr, Mann. Das sind die größten Wichser. Die haben uns beiden die Routen übertragen und die Wichser tun nichts anderes, außer zu Bitcoin zu gehen. Wichser ist erregend. New plant ever see you, dog shit. Was für 31er. Ich mach mal auf hier. Oh, Kopfschmerzen, Digga. Perfekt. Nicht, ne?
Was geht? Wer kommt noch alles weg? Was geht so? Also ich habe 18th Street gerufen, ich habe, dann kommen noch die... Soll ich die Solzebos noch rufen? Ja, ruf alle, die du... Hustler, alle! Hustler kommen auch, glaube ich. Hustler haben ja auch gerufen. Wer fehlt noch? Sonst gibt's keinen mehr, Digga. Die Stadt ist tot. Elzian juckt nicht, ne? Elzian juckt nicht. Justus. Ja. Könnt ihr jetzt so mit Solzebos jetzt zum Oktagrammanwesen kommen? Von Baller, die Wunde gebuckt. Ja, warte, ich frage. Hier zusammen. Hat auch keiner rumgeflennt. Nein, ich brauche jetzt einen Vertrag. Die haben sich erkämpft, aber hier will keiner mehr etwas erkämpfen. Die will nur noch rumgebitschen. Mir ist wieder sauer. Jo, es geht. Es geht. Jo, sehr. Es geht. Oh, okay, geht's dir, Mann? Hab ich mir gesehen. Ja, ich hab wie geht's dir, mein Engel? Mir geht's gut. Und dir? Auch, Timo. Dankeschön. Hallo. Wo kann ich parken? Hallo, Bürger. Hallo. Lass schon mal drücken, Bürger. Ich brauche einen Plan, wie wir das überhaupt hinbekommen. Terry's. Es riecht nach Bier. Ey, Bürger. Ja, natürlich. Post 20. Ey, warte mal. Stimme kommt mir bekannt vor. Bro, Snakeman. Post 20. Du bist eine kleine Missgeburt. Ah, du warst so. 20. Guck mal her, du Wichser. Dreckskopf, Alter. Ey, wie schlag ich denn hier so Dreckskopf? Ja, scheiß drauf, Digga. Ja, scheiß drauf, Mann. War schon was, ey. Lass euch aufmachen, ey. Sollt's hier wieder. Oh, die Waffe war bei mir. Stopp. Ja, du stiegst dann das fucking Ja, komm. 20 dann. Kommt rein, Jungs, kommt rein, Mann. Hey, Sosa, wo ist die Pfeife? Die Pfeife, Bruder. Ja, ich sag dir ehrlich, Traube mit zu lernen. Glaub mir, die 20 Platz, die da hinter mir waren, die wollten alle, glaub ich, die haben nicht so gehört, die wollten alle die ganze Zeit schießen. Mhm. Du hast einen Bonbon geklaut, der gibt dir 60 Einheiten. Nein, Pfeife soll Sosa haben. Ja, ich will verhaftet. Drei die Pfeife hier? Ist, warte. Yo, Agatha, mach mal Shisha an der Pfeife klar. Aber Tradi Pfeife, ja. Bruder, keine normale, Bruder. Was geht? Komm, wir können gleich unser 1-1 Kaffee machen. Ey, komm, jetzt auch eine Pfeife, du sollst doch Shisha. Halt deine Fresse, Uwe. Aber ich will auch eine Shisha. In meinem Haus. Halt wohl! Okay, Frank. Marcella, wer kommt noch? Nicht? Ey, Jungs, könnt ihr. Ihr wartet noch mit dem Gespräch. 18th Street kommt. Unbedingt in eine. Bruder, brauchst du eine Playstation? Ich hab noch eine. Komm mal zum Oktagon. Was ist eine Playstation? Guck mal, Jungs, und das ist ein. Ganz kurz, Jungs, und das ist ein Zeichen. Hause. Wenn Platz, OGs und 80s unter einem Dach sitzen, dann muss man wissen, die können reingeschissen. Ich besorge euch eine Playstation. Darum geht's auch gleich, Sepp. Deswegen habe ich dieses Treffen hier veranstaltet. Ja, ihr Wars haben mich schon gleich. Ich hab doch schon mal extra geschrieben davor am Anfang. Ah, du kannst doch einfach online kaufen. Wie viel Controller brauchst du? Sosa. Was? Ja, okay, 4, Bruder, okay. Ich wollte schon die ganze Zeit machen. Aber ey, warum? Geld einfach so. Ey, ich hab gehört, ey, Jungs! Ich hab gehört, mein Cousin war, hatte Stress mit euch. Chief Smoke! Er war bei uns auf der Route, glaube ich. Echt jetzt? Aber wir haben den gehen lassen, alles gut. Gehen lassen? Jungs, warte, du hast den Platz, wie Sepp bei uns sagt, Kali. Vielleicht wollte da einfach nur ein bisschen rauchen, ne? Ja, aber ja, kommt zum Anwesen. Ja, bei welcher Route war er denn? Nein, wenn's Gras war, dann. Ja, anscheinend wissen die, dass Luke war gelagert, das gesagt hat. Da war noch ein Zivilist und blauer gekleidet. Das ist G-Smoke. Wer? G-Smoke, der mit dem blauen Haar. So, was Cousin oder Bruder, was ist das? Wir warten hier auf euch noch. Wie heißt der Juice World? G-Smoke, Mann. Ach so. Juice World. Was hat er denn gemacht? Ich glaub, der war bei uns auf der Route und wir kennen den halt nicht. Ey, der hat noch irgendeinen Typ von uns hochgenommen. Ein Runner von uns. Hallo. Das stimmt. Der hat den Car abgezogen. Oh, Ola 18. Yo, what up, 18. Oh, 18. Was geht, Jungs? 18, Mann. Alles geht, Jungs. Geht's euch gut? Könnt euch ansetzen. Ja, alles gut. Dankeschön, ja. Ey, so ist das Marcel, die müssen weg. Ey, Jordan, Mann. Auch gut, danke. Wie heißt du nochmal? Ich bin Aiden. Bruder, kenne ich, muss ich auch erstmal mal alle durchgehen. Ich kenne immer die ganze Stimme, aber die ganzen Namen nicht. Hey, 18. Ist Tyrese eigentlich noch bei den 18? Nee. Seit einer Woche nicht mehr. Ungefähr. Hör mir zu. Wer kommt jetzt noch, Frank?
Warte, Pille, kommt ihr? Was da? Ey, ich muss ganz kurz sagen. Holm, ich hab keinen Pille. Jojo. Was geht ab, Jordan, Mann? OG. Der OG. Ich stell mich heute zu euch, ja. Halt mal das Maul jetzt, so Wichser. Dass es jemals so eine Konstellation gibt, dass diese drei Fraktionen in einem Dach sitzen. Glaub mir, bald ist so ein Ding. Alle hier. Ja, oh, sorry. Ja. Junge, dein Arsch hol ich mir eh noch. Schon mit deinem Arsch. Ich wollte sagen, dass diese drei Gangs unter einem Dach sitzen. Pablito! Ey. Oh mein Gott. Wenn ich nicht. Tot. Deswegen bin ich raus aus dieser roten. Ey. Ich sehe ein Riesenproblem. Lass mich das aussprechen jetzt. Huh? Wer ist das? Ich wollte einfach sagen, dass 80s Platz und OG sich vereinigt haben, dass man das Bitcoin reingeschissen hat. Das freut mich. Frank! Ja, sehr gut. Hätte man niemals denken können. Warum hat er die erkannt? Stimmt, Mann, da hat mir mal was damals beschlossen, ne? Niemand zieht diese Jacke an, Mann. Niemand. Stimmt, Mann, die Jacke musst du wirklich Sosa zu Ehren ausziehen. Ja, right. Erkläre ich dir später. Boah, geh mal ein paar Tio-Chips haben. Verpiss dich. Gesalzen. Nicht um die Uhrzeit. Warte mal, die hattest du doch vorher noch gar nicht. Hey, Sepp, hast du auch Käsesoße dazu? Boah, ich hab auch das meine Tio-Chips von der Küche? Wo hast du diese Chips her? Die lagen in der Küche unten in so einer Schublade in der dritten. Scheiße! Digga! Die hat mir Agatha heute mitgebracht, Mann! Oh. Ich war heute nicht mal einkaufen! Gut. Wer hat mir die noch was, mit? Warte ganz mal, warum was richtig, ein richtig. Also, ich hab grad schon Küche und Käsesoße gesehen, ne? Ja, ey, bitte lass doch die Käsesoße, ja. Mann! Im Ofen des Nudelauflauf, nehmt euch den, stop. Der muss eh weg. Das ist genau mein Humor. Meier, immer wenn man dich sieht, ist auch nur am Essen, ne? Ich fick dich, Tyrese. Vorhin, das hat auch Cousin heute mit der gesagt, was soll denn das? Ja, ich muss ja in Form bleiben, schau mal an. Du musst ein bisschen ernährt werden. Du siehst halt auch. Ja, bist fett geworden. Halt langsam Hamsterbacken, ne? Bisschen Yoga würde nicht schaden. Jungs, ich fick euch leise alle. Sein, ja, Agatha, wir können Sommer Yoga machen im Dings und Attila, ich bin dick geworden, weil deine Schwester es mag, beim Kuscheln abends den Kopf auf meinen Bauch zu nehmen, du Wichser. Ey, sind wir auf Weitblick vom Kinderzimmer, ne? Nicht, dass wir Cousin aufwachen. Nein, Cousin, der wird nicht wach, wenn wir unten so ein bisschen ruhiger bleiben, dann ist alles gut, ja. Boah, ich war so, die Wände sind schallillusiert. Ich war gestern Abend mit 20 Mama hier, das hat geknallt, als gäbe es keinen Morgen. Ja, hab ich gehört. Kurze Info, meine Mom wiegt 180 Kilo, ist gar kein Problem, Sepp, Digga. Boah, das ist genau was für Meier. Das ist was zum Anpacken an. Sepp, Digga, immer wieder. Guten Rutsch, ja? Guten Rutsch. 20 ist der. 20, du bist der größte Wichser, weißt du das? Du hast jeden von uns hier, der hier steht. Ich schwöre, jeden hast du gefickt von uns. Eigentlich müssen wir dich umknallen, sag ich dir durch. Weißt du, was das Schlimmste einmal war? Ich hab nichts Schlimmes gemacht. Der kommt zu mir und sagt, ja, Sepp, ich geb dir keine 15. Dann dachte ich, boah, der gibt mir 5. Ich geb dir 45. Aus nix. Ach. Zeiten ändern sich, Sepp. Zeiten ändern sich. Genau so 20. Ich tu dir einen Gefallen, ich sag, tu mir später auch einen Gefallen. Ich mache nur einen Fall. Du gehst. Los, kommt noch. Auf einmal verfolgst du mich, du Bastard, Digga. Sebi, danke für deine Zeit. Pablito ist zurück, ja. Das waren andere Zeiten, ja, muss man sagen. Wer ist wieder da? Pablito. Ich sag euch mal was. 40 Grad Zuschauer, Prime ist kostenlos. Der hat mich angerufen. Der hat in Mexiko deine 600.000 schon ausgegeben. Ja, warte mal ab, der kleine Wichser. Keine Sorge, Sepp, da kommen wir 3 Millionen verbrannt. Da kommt. Von mir hätte 3 Millionen. Ey, wir können ja, warte mal, ich habe eine Frage. Wir können ja das Ganze schon mal ein bisschen anfangen. Ey, 18th Street. Ja. Ihr geht jetzt noch die Woche auf Meth, richtig? Ja. Okay, easy, geht da drauf. Was labern die uns eigentlich, Digga? Ja, ohne Sinn. Ihr uns die 9 Millionen geben müsst. Wir können doch mit der doch einfach drauf. Jungs, wir reden gleich drüber, alles gut. Ja. Ey, ja, ich würde sagen, das war schon okay vom Bitcoin, ne, mit dem Gespräch. Oder er geht unter, das war dumm von ihm, das war sehr dumm. Ja, Katze. Ich hab gar keinen Plan, von was er da überhaupt redet, ne? Mit Fuß auf Jungs, ist alles gut bei euch? Der Artisch hat sich richtig blamiert dort. Artisch, die kann man da nicht ernst nehmen. Das sieht cool aus. Jungs, kann einer hoch zum Tor und aufspielen? Selbst ich glaub so bei dir so. Ja, ich geh hoch. Achso, einer kommt hoch und sperrt auf. Ja, ich hab Gaming, danke für dein Prime. Bei mir schau ich cool aus. 20 Stunden, ne? Ach, schaut das T-Shirt. Mein Gott, diese Scheißhocker. 20 noch, dann 9K, warst du 9K. Scheiße, du musst gleich wieder tankstellen, Tio-Chips holen. Ist die Tor schon aufgesperrt, oder? Kauft ihr morgen 4 Packungen. Ich bin da.
Hey, ach so, auf Discord. Ah, ja, ich wollte dann, dann chillen, auch für alle, die kommen, ja. Ich hab mich voll auf diese Chips gefreut und Sepp also ist geil. Was hat der denn für jeder sich? Kommen, aber ja. Er redet nicht über, doch welche übrig. Er weiß, wie er scheiße aussieht. Die lass sie doch welche übrig, mach weg. Ey, wer ist denn mit diesem Elvester für den wilden Tanktop? Und was? Scheiße, dieses Gesicht. Ey, warte, sag nochmal was. Ja, haut's gerade die Galle raus. Was ist das? Hallo, hey, Erik, hört du doch auf, über so was schlecht zu reden. Oder der erinnert mich an einen. Ja, ja, mir auch. Wieso schiebst du mich weg? Das sieht auch so ein bisschen aus wie er. Ja, ja. Wie wäre er? Hast du einen Bruder, Mann? Ey, Jungs, gibt's Stress oder so? Oder er sieht genau und redet genauso aus wie Schor.